So, wir kehren ein letztes Mal zurück zu Shadow of Mordor. Ich habe das letzte Mal durchgespielt und jetzt werde ich eine Runde danach setzen. Und zwar habe ich neue Skins erhalten, wie zum Beispiel der dunkle Waldläufer mit einem sehr schicken Umhang. Das könnte ich vielleicht noch kurz hier im Menü zeigen. Gibt es ja hier unter Skinwechsel neue Skins, nämlich hier haben wir den neuen Talion, ganz wie gewohnt. Dann habe ich hier die Macht des Schattens, dieser Endboss am Ende. Dann habe ich die junge Frau und hier, wo ich jetzt gerade habe, den dunklen Waldläufer als Skin-Option. Bei der Story bin ich bei 55% und werde noch ein paar Hauptmänner killen, bevor ich Teil 2 spielen werde, weil ich hab's noch nicht. Werde ich dann eventuell die nächsten Tage besorgen. Und zwar Schatten des Krieges heißt es. Kann ich die nicht von hier oben killen? Ich hoffe, was so geht. Ich bin, weil ich dem Karago einen Sklaven gegeben habe. Hör auf, war so ruhig. Die Spezialeffekte sind weg. Da muss ich nochmal neu starten machen. DHL krabbelt jetzt, Talion. Er kommt schon halb die Stufen des Narkus hoch. Eines Tages wird er sie hochrennen. Ein mutiger Waldläufer Gondors sein. Oder ein Steinmetz. Und wie sieht's jetzt aus? Immer noch weg. Okay, da muss ich ganz neu starten. Scheiße. Werdet ihr halt mal kurz meinen Hintergrund sehen. Egal. Ja, dann noch zu Infos über Ark. Da wird in nächster Zeit wahrscheinlich gar nichts kommen, weil wir ja von vorne anfangen mussten, die ganze Scheiße, weil Spielstände gelöscht worden sind. Und bei diesem letzten Video da habe ich ja gezeigt, dass wir gerade bei den Bosskämpfen sind und fast durch. Und ja. Da gibt es eigentlich auch nichts zu sagen. Jetzt hört sich's besser an. Ich werde so voll sein, dass es besser wäre. Willkommen, Freunde. Und ein schönes Gewitter. Ich wollte ihn hier. Und zwar habe ich hier schon ein bisschen Vorgeplänkel gemacht. Und zwar werde ich mir den Hauptmann als erstes aussuchen. Oh. Ach so, das sind Schwächen. Anfällig für Schleichen und Todesend. Okay. So, ups, das war nicht so. Aber ich würde trotzdem gnadenlos weiterkämpfen.
durch die Wand durch. Da wird der Maschine verbrannt und der nächste haut da einfach ab. Okay, dann lasse ich den mal. Aufleveln und starten mit dem da. Wobei, den könnte ich vielleicht auch sogar brandmarken. Der sieht stark aus. Ja, die Hälfte der Hauptmann habe ich schon so im Spiel erledigt aus Just for Fun. Gut! Ne, ich scheiß drauf, klopfen wir. Mann, und klopf. Ich war beim Duscher. Weißt du, ob es noch die Kopf macht oder ist einer so? Das ist eigentlich immer noch so, weil ich war vorher Duscher. Okay. Philipp, ihr habt doch schlechte Nachricht für nächsten Sonntag. Ha? Mir fahren nichts anfällt. Du bist der Einzige, der sich meldet. Das ist abgesagt worden. Hä? Skifahrer Feldberg ist abgesagt worden. Weil du der Einzige bist, der dich anmeldet. Erstens einhalten, ja? Niemand anders. Hier ist es sicher, hoffe ich. Nee. Mama hat gesagt, wir gehen. Ich hasse Überraschungen. Guten Morgen. Ja, also auch. Okay. Er hat dich geschickt, nicht wahr? Du kämpfst jetzt für ihn, oder? Ja! Zeig diesem Narren mit meinem Schwert, du lädst mich nicht auf! Ich komme jetzt nur zwei gebrandmarkt und sonst kriegst alles ausgelöscht. Ja. Vielleicht werde ich mal mit dem da als nächsten, obwohl er sieht hässlich aus. Dann werde ich ihn töten.
dann werden wir mal gucken. Ich muss dahin, also schnell reise. Das ist unser einziger Stopp, wo hier die ganze Rachefeldzüge macht. Dann werde ich ihn mal aufsuchen und den nächsten Mord beginnen. So sieht das Gleiche nochmal wie vorhin. So, befehligen, und zwar gehst du auf ihn hier raus. Was für ein schöner Rastplatz. Hier können wir Halt machen. Hier ist es sicher. Sicher. Oh,
diesmal wirst du merken, wenn ich dich getötet habe, Waldläufer. Diesmal wirst du es merken. So, das Schlachtfeld wird immer kleiner. Ich glaube, ich mach den da jetzt. Endlich bist du ruhig. Weil er ist an. Anscheinend alleine. Ach, ich laufe da jetzt so hin. Ein Grau ist ausgebrochen. Und nun kann ich das so machen, indem ich. Ich mache das nicht. Ich habe Besseres zu tun. Ich zerreiß dich. Du nicht. Ich will dich. Stinkende Feigling ist weggerannt. So, befehligen und dann sitze ich dich auf den da. Dann werden wir mal gucken, ob sich was tut. Komm ich da hoch? Ja, gut. Ja, zieh dich da hoch. Mit mir und wir schlagen ein paar Köpfe ein. Ich bin mein eigener Uruk. Vielleicht da jemand um.
Charakter würde ich den Aufnehmen machen. Ja. Ansonsten machen wir das alleine. Geht mir alle auf die Nerven. Den nächsten, der mir dumm kommt, schlag ich tot. Dann kann ich jetzt die Quest machen. Nix. Aber wenn das schon hier ist, probiere ich mal noch das da. Verdient, wie allesamt. So, lasst es euch durch den Kopf gehen. Lasst ihn uns gemeinsam. Du hättest nicht kommen sollen, Waldläufer. Oder hast du vergessen, dass ich dich schon mal getötet habe? Echt? Ja, in dem Fall habe ich es vergessen. Ich kann dich den ganzen Tag abwehren. Echt, und ich kann den ganzen Tag versuchen, dich zu erschießen. So. Kann ich das da machen? Okay, dann bin ich gleich wieder da. Ich töte dich. Yes. Werde ich ja mal sehen. Geflohen, ja klar. Na gut, dann werde ich mal Kampfbericht angucken. Und gleich bist du tot. Ich komme ein andermal zurück und dann wird dir das noch sehr leid tun. Okay, dann ist hier was.
wird nicht funktionieren. Ich muss nur irgendwie scheiß Schiff befreien. Ich kann dich den ganzen Tag. Hab ich da gerade etwas gehört? Ach, jetzt flieht er wirklich. Selbst wird meinen Tod rächen. Das wirst du doch bereuen. Sicher. Tschüss mit dir. Ja, ich hab dich gefunden. Es ist vollbracht. So, jetzt kann ich aber den Hauptmann besiegen. Noch schnell von dieser Festung rausgehen. Hm, ich kann auch so hinlaufen. Töte die Herde und der Bulle wird attackieren. Welche Herde? Innerhalb von 2 Minuten. Ich schaff's nicht in dieser vorgegebenen Zeit. Hier 5 hier noch. Schaffe ich nicht mehr.
Ach, so eine Scheiße. Das Dumme ist halt immer dieses Hinlaufen und wieder zurücklaufen. Töte die Herde und der Bulle wird attackieren. Wahrscheinlich nur sehr knapp. Hast du das gehört? Meine Jungs werden nicht glauben, dass du schon wieder lebst. Nicht bis ich ihnen deinen Kopf zeige. Erneut. Meine Jungs erfahren davon und du wirst leiden, das verspreche ich. Ja, vielleicht. Ihr Weichlinge seid stolz auf euer Mitgefühl, stimmt's? Dann macht es schnell. Alles klar. Ihr habt ihn verdient. So.
Wie ist das? So, dann war's das für diese Folge und vielleicht noch bis zum nächsten Mal. Ansonsten war's das mit Mordors Schatten. Tschüss.